Bon sabbat, et toi, meine Damen und Herren. Mesdames et Messieurs, von nah und von fern. Oui, spitzen Sie die Ohren und spitzen Sie sich nieder. Heute gibt es mörderische Lieder. Let the evening begin. And let the evening end. And listen to the things in between. Machen Sie sich auf das Äußerste gefasst. Denn die Toten werden heute lebendig gemasst. Hören Sie Geschichten von Liebe und Hase, vom schlauen Fuchs und vom Hass. Manche sind erstunken, manche erlogen. Die meisten aber wahr, wie könnten wir betrogen? Das Einzige, was aber unbedingt wahr ist. Wirklich kein Scherz. Die besungenen Kriminellen sind Leute wie wir. Hand aufs Herz. Da kommt keiner von irgendwoher. Ja, aber der Schirche, das kommt direkt aus unserer Mitte. Das Schöne natürlich auch. In unserem mörderischen Panoptikum. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Die Wochenreise auf Lenz. Viel Spaß. Wir zu reden gelehrt, spritzen sehr nieder, bis wieder ruhig ist und still, man verabreicht Rhythmus. Mittags zum Kaffeeol und eine Überdosis Insulin. Was ist über dies den Lebenssinn? Und deine Seele fliegt davon aus dem Das war die Geschichte des Lenz. Er war eigentlich ganz normal, eher unscheinbar, unauffällig, kennt man fast so. Der Horak von der Dreierstirn, keiner von uns hätt sich je weiß vorstellen können, dass der zu sowas fähig ist. Der Horak von der Dreierstirn. Irgendwie unsympathisch war er eigentlich nicht. Und zu den Leuten, vor allem zu den Kindern im Hof, war er eigentlich immer nett und freundlich. Auch wenn's blärt haben wir am Spieß. Naja, aber irgendwie, von der Weiden habe ich mir schon oft gedacht, ist ein komischer Typ. Ja, irgendwie, irgendwas. So wie, er war eh nix, ab, nur ein Mess, oder? Aber irgendwie, seltsam. Tauben hat er gefüttert, das hat mich gestört. Ja, aber sind wir's ehrlich, das machen doch viele Leute. Naja, hast auch wieder recht. Ja, wie der Horvath. Der Schober. Na, und die Bohaska von oben? Wie alle heißen. Breselmeier? Er war eigentlich ganz normal. Eher unscheinbar. Unauffällig, kennt man fast so.
da hora von der Dreier Stirn, keiner von uns hätt sich jemals vorstellen können, dass der zu sowas fähig ist, der Horak von der Dreier Stirn. Der Wahnsinn einmal. Und auf einmal ist er fuhren, auf einer jeden Tageszeitung drauf, der Horak von der Dreier Stirn. Unser Horak von unserer Dreier. Ich hab's als erster gesehen und in der Trafik. Hier ist der Tobi gesagt, den kenne ich. Das ist der Horak von der Dreier Stirn. Das hat ja keiner wissen können, dass ein Znichterl wie der eines Tages den weltweit gesuchten Banditen und Mörder, den furchteinflößenden Boss beschimpft, wie er unterm Hauptplatz die Postfiliale gemacht hat, dem Horak, weil er auch gerade zufällig auch dort war, sein Bares abnehmen wollte. Und dass der Horak also so einen Halunken mit einer Knackwatschen ins Reich der Träume befördert und dadurch das Leben von den 15 Geiseln rettet. Wahnsinn. Eigentlich ganz normal, eher unscheinbar, unauffällig, kennt's mir fast so, der Horak von der Dreier Stirn. Ja, keiner von uns hätt sich jemals vorstellen können. Die Geschichte beginnt wie so oft mit einem Tod. Ein alter Gönner verschied völlig unmysteriös, vererbte einem blonden Engel die Villa und das Geld. Gleich darauf heiratete die junge Frau einen jungen Studenten und die beiden verjuxten in 2 Jahren alles, was geht. So ganz ohne Mittel braucht man einen Plan. Und ist der schlecht, so wär's besser, man hätt nur gesagt und nix getan. Aber das weiß man halt oft auch erst hernach. Kurz, Betrug schien ihnen das Beste. Ab schloss man eine Lebens- und Unfallversicherung und ab hackte sich am nächsten Tag der gute Gatte beim Zerkleinern von Holz das Bein. Der Versicherung war das Spanisch und sie weigerte sich zu zahlen. Es kam zum Prozess, der brachte ans Licht. Ein Unfall war das nicht. Das Bein wurde nicht mit einem Mal getrennt vom Rest. Man brauchte schon 2, 4, 6, 8, 15 Hiebe. Oder mehr. Schmerzhaft. Sehr. Wie manchmal die Liebe. Und wie es bei Prozessen so oft ist, mit Wahrheit und Recht, alles lässt sich drehen, Süßes wird sauer, Gutes wird schlecht. Erst schaut schlecht aus. Sehr schlecht. Kein Geld für die Miete. Und kein Geld fürs Essen. Wir brauchen es eh nicht, das Geld. Ja, aber die anderen wollen es. Was macht man? Was macht man? Was macht man ohne Geld? Was macht man? Was macht man? Was nicht vom Himmel fällt? Was macht man? Was macht man? Hast du irgendeine Idee? Herr Stolder! Was ist? Na, der Willi, der hat doch jetzt die Leiche hocken. Na, willst du was ausbauen von dem? Nein, aber der arbeitet ja jetzt in diesem dem Bildermuseum. Der willst du Bilder anschauen, oder was? Nein, aber ich hab eine Idee. Der schuldet mir noch ein paar Kilo. Ja. Der organisiert uns einen formidablen Kunstraub. Bist du sicher? Na klar, wir fahren noch mehr auf Klosterneuburg ins Stift. Warte, ruf ihn gleich an. Was macht man? Was macht man? Was macht man ohne Geld? Was macht man? Was macht man, wenn's nicht vom Himmel fällt? Was macht man? Was macht man? Hast du irgendeine Idee? Huch mir zu. Aus dem Wald ist einer, der was junge Frauen stranguliert. Stranguliert. Beinahe alle Tag findet man eine Leiche, die was gleich in der Nähe von der Höhenstraße liegt. Ja, der Mörder, der soll sich was Besseres sein. Der fährt mit seinem Wagen, ein Amerikaner gewiss,
Auf dem Beifahrersitz ein fescher Miss. Ja, der fährt über die Höhenstraßen, kommt aus aus Wehren, fährt über den Berg und sucht einen Platz um sich, für sie und für sich. Und wenn er es dann gefunden hat, das Platzerl, parkiert er sich ganz kommod ein, unauffällig. Nur niemanden alarmieren. Handbremse, Motor aus und das Licht. Und dann trat er in Radio auf, da kannst du sicher sein. Dann legt er die Lehne von der Madame ein bisschen zurück. Er schaut auch noch der Kompliment und streicht er durch die Haare. Und sie denkt sich wahrscheinlich, das ist aber nett. Und sie denkt sich sicher nicht, dass die Leute schon bald sagen werden. Huch mal zu. Da draußen im Wald ist einer, der was junge Frauen stranguliert. Beinahe alle Tag findet man eine Leiche, die was gleich in der Nähe von der Höhenstraße liegt. Dann schmusen in amerikanischen Wagen, dann bindt er recht geschickt und geschwind einen Henkersknoten in die Strümpfe oder in die Unterwäsche von der geblendeten Madame. Die weiß noch gar nichts von ihrem nahenden End und er legt ihr ganz zärtlich und mit viel Gefühl das textile Mordinstrument und ein neues, wie ein anderer, ein liebendes Ketterl, einen wärmenden Schal. Ein Bussel da, ein Bussel dort, dass der Spaß gleich sein End haben wird, weiß nur einer an diesem friedlichen Ort. Aber wo's viel Licht gibt, da gibt's auch Schatten. Warum nicht auch beim Lehrergewerk? Am End gibt's Tränen, Hefen mit Ratten. Gern war er alleinig, traust im Wald. Schoss Dachse, Hirsche, Luchse, Rehe, Hase, Fuchse, bis zu jenem Sonntagmorgen, als er entdeckt und erkannt vom Wildgehilfen Meier den Fehler seines Lebens beging. Er erschlug den Mann, vergrub ihn dann, lief nach Haus, tat so, als wär nix. Na, was ist mit dir? Na ja, es ist eh alles in Ordnung. Ja, bin ein bisschen verwirrt heute vielleicht. Ne? Geh, bist krank? Na, ein Grippe vielleicht, ja, weiß nicht. Geht was um, ne? Irgendwie bist du komisch. Schau jetzt gern beim Fenster aus. Ne? Geht da wer vorbeikommen? Ne? Wer sollte bei uns da vorbeikommen? Na ja, vielleicht auch Reh. Also untersteht ich? Nein, ich will da nicht mehr, so wie der da versprochen ist. Mag ich nicht mehr. Auf einmal wurde es laut im Wald und laut auf der Lichtung. Ein Haufen Leid sucht den Lehrer Jörg, er trat sich um und sagt, es ist vorbei. Der Breitwieser Schani, der war der gesuchteste Verbrecher seiner Zeit. Er war der größte Held für die Leute. Was er genommen den Reichen und er den Armen gegeben. So einen wie den gibt's nimmer mehr. Er ist nimmer mehr. Den Breitwieser Schani, den haben sie tödlich verhaftet. Bei uns ums Eck. Wirklich wahr. Thank you.
als Vierjähriger schon, dass er erstes Geld verdient. Draußen auf der Straße mit akrobatischen Tricks. Und schnell hat er gelernt, wie man die Leute am Schmäh halten kann. Seine Mutter hat das überhaupt nicht gutiert. Die hat eben gemeint, du wirst noch in der Gossen krepieren. Du bist so verdorben wie die Wurst vom Kreisel am Eck. Schnell hat er gelernt auf der Straße, wie man flattert einbricht und betrügt. Nur, dass er der Gescheiteste von allen war. Wenn er was gestohlen hat, dann hat er es gleich mit den Ärmsten geteilt. Der Bruder ist eine Schande. Ja, die Zeit war schlecht, viel schlechter als heut. Ein schönes Leben nur für die Reichen, für die arme Not und Leid. Die Zeit war schlecht, viel schlechter als heut. Ein schönes Leben nur für die Reichen, für die arme Not und Leid. Und dann geht die Geschichte leider schlecht aus, wie so oft. Und dann haben wir sie kaum mehr wehren können, für lauter Blick. A Bussala Kosso, a Bussala Kosso, fest hab ich sie gehalten, fest hab ich sie gedrückt. Er hat mir gleich gefallen, wie er so eine gekommen ist ins Geschäft, mit seinen suchenden Augen und seinen sicheren Händen. Und ein paar Tage später war er wieder da, schaut mich an mit einer Rosen in der Hand und er spricht: Du bist der wahre Sonnenschein. Und auf die Nacht hat er mich angeholt, a Bussala Kussal, a Bussala Kussal, fest hat er mich gehalten, fest hat er mich gedrückt. Und dann hab ich gesagt: Komm, tanz mit mir, tanz mal raus bis zum Wald. Komm, tanz mit mir, vielleicht tanz mal ein bisschen ein in den Wald. Komm, tanz mit mir, wie schaut's aus? Tanz, ja. Komm, Madel, tanz mit mir. Komm, Madel, tanz mit mir. Madel, dance with me. Madel, dance with me. Madel, dance with me. Madel, dance with me. Fetzen, der immer größer geworden ist und schlimmer. Im Hosensack drin. Einem leeren Börsel im Hosensack drin. Da haben wir die Idee, die Depperte, die... Mit der Puffenkopf. Mit der Puffen gehabt. Mit der depperten Puffen gehabt. Der Wickel hat noch geschwind. Der Wickel hat noch geschwind. Einen Joint gebaut. Himmlisches Kind. Den haben wir sich dann hineingezogen. Wir waren gut drauf, nicht gelogen. Komm, nehmen wir ein Taxi. Machen wir eine Landpartie. Und am Ende rauben wir den Taxler aus. Ein Gratis-Ausflug und mit Geld nach Haus. Ein Gratis-Ausflug und am Ende mit Geld nach Haus.
von der Welt oben, mit der Nacht! Gefahren sind wir nach Klosterneuburg, mit der Nacht! Von deiner Welt! Zum Taxler haben wir gesagt, fahr weiter, immer weiter, deppert haben wir gelacht. Und dann oben, kurz vor dem Friedhof, haben wir gesagt, da biegst du hinein. Da gibt's seit neuestem eine Disco, das wissen die wenigsten sehr geheim. Geld her, sonst ist aus! Dann bleibt er stehen, wir sagen, Geld her, sonst ist aus. Die Puppen gesagt, schmeißt er das Burger raus. Ich schrei, was, nur 800 Schilling? Wo ist der Rest? Oh, kann, was sprichst denn noch? Rest hast du keinen, war eine schlechte Nacht. Rest hast keinen, dann gib ich ihn dir, den Rest. Komm, nehmen wir ein Taxi. Machen wir eine Landpartie. Und am Ende rauben wir den Taxler aus. Ein Gratisausflug und am Ende mit Geld nach Haus. Und ihr Geist war mein